Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mich für den internationalen Tag des Feuerlöschers entschieden. Die Initiative für diesen Tag geht auf einen Freundeskreis aus Norddeutschland zurück, der diesen Aktionstag nach einem Gespräch mit einem Feuerlöscherprüfer 2013 ins Leben gerufen hat. Und Hintergrund war, dass der Handfeuerlöscher bzw. sein Patent an dem besagten Jahr ein 150-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Das Patent erhielt im Jahre 1863 ein US-Amerikaner für ein Feuerlöschermodell, das als Vorläufer des modernen Handfeuerlöschers gilt. Ziel dieses Tages ist es natürlich, den Brandschutz ins Bewusstsein zu rufen, dass ein sicherer Umgang mit Feuerlöschern besteht und auch die Feuerlöscher auch regelmäßig überprüft werden, damit wenn sie dann zum Einsatz kommen sollten, auch wirklich dann funktionieren. Das war's für heute und bis zum nächsten Mal.